Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, es ist jetzt schon wieder eine Zeit hier für mich mit meinen Aufnahmen. Ich habe gerade eben erst Next Space Rebels aufgenommen. Und ja, TB hat wieder einiges geschrieben. Und natürlich als erstes mal bemängelt, was ich hier angestellt habe. Was ich vorher gemacht habe und die Planks daneben platziert sind. Ja, war nicht die schlauste Idee. Hätte mir so ziemlich alles abfackeln können. Aber ich habe ja gehofft, dass es sozusagen zur Nether-Portal wird. Und ja, das bringt sich natürlich auch so nichts. Im Grunde, weil ich weiß noch nicht, wie ich es gemacht hätte am Ende, aber ich hätte, glaube ich, im Grunde hier oben eh noch ein Sonderrichter und hier nochmal Gitter drüber. Wäre zwar wahrscheinlich einfach dumm gewesen, aber ja. Ist ja eigentlich aktuell noch wurscht. Beziehungsweise, schauen wir mal, was wir da draus machen. Vielleicht machen wir da einen Unterstand, so ein kleines Häuschen draus, wo wir uns dann um die Tiere kümmern oder sowas. Keine Ahnung. Was mir hier auch TB noch gesagt hat, was ziemlich schlau ist, was ich aber lustigerweise auch auf dem Dytech-Server schon gemacht habe, ich habe die Ecken abgebaut. Ich habe die Ecken gar nicht verwendet. Bedeutet, rein theoretisch kann ich die Ecken verwenden, um sogar noch höher zu bauen. Und ich komme besser an den Controller dran. Problem ist natürlich, ich muss erstmal alles rausholen, was hier drin ist. Und hier drin ist noch einiges und dafür braucht man natürlich, hier haben wir Molten Iron, haben wir noch einen ganzen Block, den tun wir erstmal raus hier. Kommen wir raus hier. Außerdem haben wir Lead und ja, was ich aber heute noch gerne machen würde, es gibt diese komische, wollen wir gucken, diese Donut. Sapling. Donut. Vielleicht sollte ich gerade alles löschen, ne? Donut. Ich habe mich schon wieder verschrieben. Donut. So. Es gibt diesen Donut-Sapling. Dann kriegst du hier Donuts. Und dafür brauchst du Donut-Sugar. Okay. Wenn ich sage, ich will hier... Ich brauche sowas irgendwie. Dann muss ich einen Donut machen. Donut mache ich aus Cooked Dough. Cooked Dough kriege ich aus Dough und Dough kriege ich aus Weizen. Und ein Wasserbucket. Okay, und daraus kann ich dann sozusagen was herstellen. So, dann gibt es natürlich auch noch den... Was? Beef? Irgendein Sapling oder was? Meat Sapling. Aber wir können ja eh im Buch nachschauen. Oink Tree. Bacon Sapling. So hieß das Ding. Bacon Sapling. Und dafür brauchen wir rein theoretisch Bacon. Bacon muss ich irgendwie schauen, dass ich hier kriege. Kann ich da rein theoretisch. Ah, okay, ich kann hier Tough Rod Stick und Liquid Bacon. Okay, Da gibt es auch keinen anderen Weg gerade. Ja, da müssen wir halt mal gucken dann. Donuts können wir rein theoretisch machen. Stimmt, wir waren letztes Mal, glaube ich, dabei mit dem Jungle Tree. Wenn ich mich nicht erinnere, waren wir ja beim Versuch, das hier zu machen. Warte mal, wie heißt denn das hier? Slime Sapling. Blue Slime Sapling. Warte. Acquire a Blue Slime Sapling. Blue Slime Sapling. Das funktioniert, indem wir einen Lapis-Sapling in Milch tunken, okay. Aber wir haben noch keine Milch. Slime. Blue Slime, Purple Slime. Destabilized Redstone. Magma Slime, indem wir Blazing Porphyrium da verwenden. Ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen verloren, wo ich in der letzten Folge hin. Was machen wir denn heute? Was? Wie komme ich jetzt am besten an Milch? Milk. Kauessenz. Kann ich irgendwie eine Cow craften?
Scheint nicht so. Ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen lost. So ein bisschen. Was habe ich hier für einen? Diamond Sapling, genau. Storage Link. Das sind die Storage Links hier, die ich habe. Das sind die Storage Cable. Zack. Und dann brauchen wir schauen wir nochmal alles durch. Simple Storage Controller. Ja, dafür brauchen wir den Storage, das Storage Network Controller. Manage all processing cables in a network. Gibt's auch. Okay, Lapis Lazuli Processing Cable Obsidian. Ich hätte trotzdem Nether Quartz für. Es ist schon wieder der Teil. Was ist das für ein Baum? Das ist ein Netherrack Anchor. Das ist ein Quartz Sapling. Netherrack kriegen wir auch hier draußen. Dafür brauchen wir Netherrack Sapling. Diamond Resin, Gold Resin und Netherrack. Wie komme ich denn an Netherrack sonst noch? Indem ich Bacon. Also muss es ja einen Weg geben. Redstone Amber. Wait, what? The heart of the network, only once in the network. Genau, warte mal, hier war jetzt. Ich habe gerade hier irgendwas gesehen, was mich interessiert hat. Ich kann Netherrack herstellen, indem ich Lava über Redstone Ember schütte. Daraus wird Netherrack. Okay. Redstone Ember. Wo ist das ganze Redstone Zeug hin? Habe ich hier noch Redstone? Redstone Ember habe ich gar nicht mehr, kann das sein? Ich habe einen Redstone Sapling. Sogar einige. Ich habe sonst echt nichts mehr, okay. Dann müssen wir kurz ans Werk gehen. Mal kurz hier säubern. Und den Platz mal kurz für was anderes verwenden. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. So. Das muss natürlich alles wieder funktionieren. So. Ups, das war nicht der Plan, dass ich das mit dem erbaue. Aber okay. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir das vorankriegen. Und jetzt müssen wir halt gucken, weil mir hat ja auch, Tibi hat mir auch gesagt, rein theoretisch könnte ich ja alles direkt in die Compact Chest anbinden. Das will ich aber nicht. Ich finde die Idee ist nicht schlecht, aber ich will es anders machen. Ich will nicht einfach jetzt schon die Grundstruktur bauen. Ist vielleicht doof und am Anfang langsam, aber keine Ahnung, mir taugt es einfach, wenn ich jetzt sozusagen sagen kann, ich baue die Struktur von Anfang an, so wie ich sie später will und kann die dann später einfach ein bisschen umbauen. Kann man mich für hassen, wie man will. Ich bleib auf der Idee des Weges und versuche die noch weiter zu verfolgen. Denn ich bin der Meinung, es ist für mich selber der richtige Weg. Ich muss nur gucken, dass das alles dann noch so funktioniert, wie ich mir vorstelle. So. Nein, die Storage Cable wollte ich mir nicht weggeben. Ich wollte alles weggeben. Und aus denen jetzt Redstone Resin machen. Gut. Kann ich Lava? Oder wir können mal probieren. Kann ich rein theoretisch aus dem. Danke für das. Wie es scheint, funktioniert das. Molten Tin habe ich auch noch drin. 3 Blocks. Dann tun wir das Molten Tin mal schnell hier rauspumpen noch. Was ich hier drin habe. Ist vielleicht gar nicht doof.
dass ich so viel wie möglich hier rausbrenne. Da vom Elektrum habe ich 5 Ingots, Molten Gold, noch 5 Ingots, 3 Nuggets. Molten Lead habe ich, Gems habe ich noch, Destabilized Redstone und Blood habe ich auch noch ein bisschen was. So, jetzt tun wir erstmal hier Lava auffüllen drin. Temperature 1000 Grad Celsius. So. Jetzt heißt es hier Block, scheiße. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Das war jetzt nicht mein Plan. Ich habe gedacht, sonst kriege ich den Lava. Shit. Was ist, wenn ich rein... Kann ich dich da rein platzieren? Wie interessiert trotzdem, was ich jetzt gemacht habe. Seared Stone. Scheint eine andere Art von Block zu sein. Schaut interessant aus. Seared Stone, part of a smeltery, safe for decking. Part of a smeltery. Okay. Interessant. Ich habe davon auch noch einen Block, glaube ich. Ich habe 3 Blocks insgesamt produziert, ne? Ach nicht, das sind dann Gold und Elektrum. Es müsste aber angeblich habe ich ja schon Lead und mit Lead kann ich dann Formen produzieren. Jetzt mal gucken, was ich jetzt den ganzen Rest mache, was ich aktuell noch habe. So viel Blödsinn hier auf Lage, wenn man es so anschauen will. Shitty mit Shitface. Wie komme ich denn jetzt am Bett? Creepy Creep Creep, mein Freund. Sie befinden hier sich auf unerlaubtem Gebiet. Wo kam der jetzt denn her? So, machen wir mal den Paranoiden. So. Eigentlich ist er hier über eine Lampe dran. Hier, da, dort. Ich platziere einfach hier nochmal ein paar Fackeln. Das müsste man halt überlegen, wie wir hier fortfahren. Also ich muss auf jeden Fall dazu kommen. Dafür muss ich irgendwie Lava. Aber ich kann doch bestimmt jetzt mal so auf ganz blöd. Ich kann doch bestimmt, wenn ich hier. Sapling, ja, dafür brauche ich Red Neverack und für Neverack brauche ich jetzt keine Neverack Resin, dafür brauche ich das hier. Und Neverack kann ich an der Smeltery herstellen. Da kann man so viel auf verschiedenen Sachen herstellen, aber wie kriege ich Lava da rein? Ach, warte mal. Habe ich das die ganze Zeit falsch verstanden? Ich habe das die ganze Zeit wahrscheinlich falsch verstanden. Gib mir nochmal das Resin, bitte. Hä? Habe ich es auch nicht verstanden? Hä? Ja, ja, ja. Casting. Lava. Da rein. Oder kann ich Lava einfach so nehmen und sagen... dass ich die da drin haben will oder sowas? Oh, jetzt ist drin. Aha, wenn ich jetzt die Lava nach unten tue, reicht es wahrscheinlich niemand anders aus, oder doch?
Passt. Cool. Habe ich noch Lava drin oder war das jetzt? Ich habe immer noch Lava drin. 750 Millibuckets. Abfüllen. Gut zu wissen, dass es so funktioniert. Hö. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Netherrack. 15 Minuten später in die Folge rein habe ich es geschafft, Netherrack zu erzeugen. Ich glaube es kaum. Jetzt können wir nochmal gucken, wie wir den Netherrack Sapling machen. Netherrack. Ah, vielleicht sollte ich jetzt Adrack genommen, ne? Netherrack Sapling. Diamond Resin, Gold Resin und ein Redstone Sapling. Das ist jetzt nicht schön. Diamond Resin. Gold Resin und einen Redstone Sapling. Und daraus formen wir einen Redstone, einen Netherrack Sapling. Woohoo! Nice. Erstmal was für eine Kleinigkeit essen. So kommt der Diamantbaum schnell weg. Es könnte immer so einfach sein, ne? Aber wenn man es nicht natürlich weiß, dann steht man immer doof da. So. Erstmal harvesten schnell. Und wir haben einen Netherrack Sapling, Leute. Woohoo! Aber wir sehen die weitere Entwicklung in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.